Herzlich willkommen bei der Firm-App. In diesem Tutorial-Video geht es um den Registrierungsprozess. Um sich als Pfarrei, Gemeinde oder Ähnliches zu registrieren, zuerst den Registrierungsbutton auf www.bonifatiuswerk.de/firm-app anklicken. Auf der Registrierungsseite müssen alle Daten angegeben und mit dem Button Registrieren bestätigt werden. Die Registrierungsbestätigung wird per E-Mail zugestellt. Die Aktivierung des Zugangs erfolgt nach Prüfung der Daten durch das Bonifatiuswerk und kann bis zu 3 Werktage dauern. Sobald der Zugang aktiviert ist, erhält der Nutzer eine weitere E-Mail mit den Zugangsdaten für das Backend. Mit diesen kann er sich über die Firm-App-Seite des Bonifatiuswerkes oder direkt über den Link aus der E-Mail in das Backend einloggen. Die Benutzerverwaltung zeigt eine Übersicht der Benutzer des Admin-Backends und der App an. In der Benutzerverwaltung können neue Benutzer angelegt, editiert, gelöscht und verwaltet werden. Außerdem kann nach Nutzern gesucht und nach Rollen gefiltert werden. Um einen neuen Benutzer anzulegen, müssen alle notwendigen Felder wie Name und E-Mail-Adresse ausgefüllt und der Benutzer einer Gruppe zugeordnet werden. Mit dem Button Anwenden wird der neue Nutzer in der Datenbank erstellt. Das Passwort wird automatisch generiert. Sobald der Benutzer auf Aktiv gestellt wird, erfolgt der automatische Versand der Zugangsdaten an die entsprechende E-Mail-Adresse. Wichtig! Bevor ein Firmenbewerber angelegt wird, muss die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Ein entsprechender Vordruck steht auf der Firm-App-Seite des Bonifatiuswerkes www.bonifatiuswerk.de/firm-app zum Download bereit. Benutzer können nicht nur manuell angelegt werden, sondern ganz unkompliziert und zeitsparend in Listenform importiert und exportiert werden. Die Vorlage für einen Import als Excel- oder als CSV-Datei kann auf der Firm-App-Seite des Bonifatiuswerkes heruntergeladen werden. Im Gruppenmanagement können alle Gruppen zusammen mit der Anzahl der Benutzer vom dazugehörigen Gruppenleiter eingesehen werden. Gruppenleiter können in mehreren Gruppen sein und in den jeweiligen Gruppen Inhalte, zum Beispiel Blogposts, anlegen. Um eine neue Gruppe anzulegen, müssen alle notwendigen Felder wie Gruppenname und Bistum ausgefüllt werden. Mit dem Button Erstellen wird die neue Gruppe in der Datenbank erstellt. Nach der Erstellung können nachträglich Informationen in der Gruppe mit dem Stiftsymbol geändert werden. Außerdem kann die Gruppe oder einzelne Benutzer aus der Gruppe mit dem Eimer-Symbol gelöscht werden. Gibt es noch Fragen? Dann einfach eine Mail an firmapp@bonifatiuswerk.de schreiben.